Das ist jetzt die Erklärung, wie diese Drawgrids funktionieren. Ich habe also hier die Oberfläche, Poles, ich habe das Drawgrid in der Ebene und ich habe nochmal das andere Grid, was auf dem Schuh drauf liegt. Und bei dem Drawgrid gibt es Parameter, da gibt es die Anzahl der Rippen in U-Richtung, die ist auf 30 eingestellt und ich kann jetzt diesen Wert hier einfach auch hochstellen. Ich könnte sagen, ich möchte 60 Stück haben, dann liegt es einfach dichter und der andere, der V-Count, den kann ich auch die Zahl ändern. Damit kann ich das also mal erstmal so fein machen, wie ich das brauche. Und ich kann weiter mit diesen Größen U-Max und U-Min kann ich einstellen, wie viel von dem Gitter angezeigt wird. Das U-Min steht auf 1. Und ich kann da mal hochgehen und dann merke ich, wie das jetzt vom Rand hier eingeschnitten wird. Da wird immer weniger angezeigt, das geht der Reihe nach hoch. Und ich könnte jetzt sagen, wenn ich 60 habe, gehe ich mal bis auf 30. Und dann habe ich jetzt nur noch die Hälfte. Also wirklich nur noch eine Seite von dem Fuß. Und bei der anderen Seite steht es momentan auf minus 1, das ist diese NumPy-Schreibweise. Da könnte ich jetzt auch sagen, ich gehe mal auf 60, gleichen Effekt und gehe damit jetzt runter. Und jetzt komme ich hier in den Bereich der Stelle, wo die Sohle ansetzt, also wo die Kanten auch ziemlich eng liegen, wo starke Krümmung da ist. Und ich sehe das hier und kann jetzt einfach sagen, das ist etwa das, was das Leder des Schuhs ausmacht, also was oberhalb der Sohle liegt. Und damit habe ich die Abwicklung jetzt von einem halben Schuh in dieser Form. Das heißt, das hier oben ist dann die Kante, die oben auf dem Spann läuft. Und das ist der Sohlenbereich unten. Das gleiche geht jetzt auch für die Ausdehnung des Schuhs. Das heißt, V-Min ist momentan 1. Da kann ich hier vorne Stück zurückgehen und genauso gut kann ich oben am Ende von 20 zurückgehen und dann sehe ich hier bei meinem Fuß, jetzt geht er quasi so ungefähr bei 17 bis in die Mitte und ich könnte das natürlich jetzt auch noch feiner machen, indem ich jetzt so statt 20 nehme ich jetzt einfach 40. Dann brauche ich hier 32 und hier brauche ich 6 und dann habe ich das Netz jetzt einfach um den Faktor 2 verfeinert, wieder an der gleichen Position.